Guten Morgen. Mensch, es ist Urlaubsstimmung, aber doch so viele da. Ich freue mich, finde das richtig gut. Ich habe heute so ein Urlaubsthema rausgesucht, so ganz leicht, locker flockig. Und ich dachte, im Urlaub ist es doch wichtig, wenn man die Prioritäten ganz neu sortiert, wenn man ein bisschen aufräumt, wenn man sich Zeit nimmt für die wichtigen Dinge, oder? Und ich denke, wenn wir die Prioritätenliste sortieren, sollte eine Sache wieder ganz oben stehen dürfen, und das ist das Thema Gebet. Wir haben letzte Woche schon einiges über Gebet gehört, über unbeantwortete Gebete, und heute wollen wir mal gucken, was das Vaterunser zu uns sagt, auf vielleicht eine neue, frische Art und Weise. Und wir beginnen mit einem Bibelvers aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 1. Da war Folgendes los. Da heißt es: Und es begab sich, dass er, also Jesus, an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Das heißt, die Jünger von Jesus hatten beobachtet, dass Johannes der Täufer, der ja ein jüdischer, geistlicher Gelehrter war, aber auf andere Art und Weise eben, ein bisschen rustikaler, ein bisschen anders, weg von der Norm, aber er hatte seinen Jüngern beigebracht, wie man betet. Und damals war das auch so gang und gäbe, dass die jüdischen Lehrer ihren Schülern immer so vorformulierte Gebete präsentierten. Und wenn die Schüler clever waren, haben sie dann diese Gebete mit eigenen Worten gefüllt. Und wenn sie ihrem Meister ganz treu sein wollten, dann beteten sie im Geiste des Meisters dann eben diese Gebete genau Wort für Wort nach. Und ich weiß nicht, was genau hier der Fall war, was der Jünger sich wünschte, aber er sagte: Herr, lehre uns beten. Hilf mir, dass ich damit besser zurechtkomme, mit dieser ganzen Thematik. Und interessanterweise gab Jesus seinen Jüngern nicht nur ein vorformuliertes Gebet, sondern er war die ganze Zeit über, als er mit ihnen zusammen war, war er ihnen ein Vorbild, was das Thema Beten anging. Und er gab ihnen eine Struktur, nach der sie sich richten konnten im Gebet. Nicht etwas, was sie auswendig lernen sollten, sondern was sie dann mit eigenen Inhalten, mit eigenem Herz füllen können. So, dazu erstmal eine Passage, die uns zeigt, dass Jesus selber ein Beter war. Aber bevor die eingeblendet wird, noch stellt euch folgende Situation vor. Jesus hat ja öfter mal oder über 3 Jahre lang immer wieder mit seinen Jüngern irgendwo am gleichen Ort geschlafen. Gleichen Haus, gleicher Baum, irgendwo draußen. Und irgendwann so um 5 Uhr morgens, als die Jünger sich so nochmal so richtig schön einkuscheln wollten auf ihrer Schlafmatte, da wachte einer plötzlich auf und sagte: Warte mal, der Meister ist schon wieder weg. Wo ist Jesus schon wieder? Da sagte einer: Ach, lass uns weiter schlafen, der betet bestimmt wieder die ganze Nacht, wie er das sowieso immer macht. Da sagte einer: Nee, lass uns mal gucken, irgendwie ist doch wichtig, wo ist der Meister? Die Leute suchen ihn. Wir lesen die Passage aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, Verse 35 bis 42. Früh am Morgen, als es noch dunkel war, Luther sagt, noch bevor der Tag losging. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach, und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm: Alle fragen nach dir. Er aber erwiderte: Lass uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete in Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes und trieb die Dämonen aus. Und einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an: Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Vom tiefen Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus, berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann, indem er morgens, bevor der Tag losging, bevor all das auf ihn wartete, was vermittelte Jesus, indem er losging, um zu beten? Ich glaube, die Jünger verstanden, ohne die Nähe zum Vater, ohne sich von ihm Kraft zu holen, wird Jesus nicht versuchen, die geistliche Dimension, die Dimension der Ewigkeit, all die guten Auswirkungen aus dem Himmel hier in diese Welt zu bringen. Ohne den Vater geht es nicht. So, und dann zog er los. Er musste predigen und das war nicht einfach.
So, Dämonen austreiben, auch nicht einfach. Und dann jemanden von einer Krankheit zu heilen, wo kein Arzt weiter wusste. Das ging. Es war Jesus, na klar, aber er war verbunden mit der Kraft des Vaters. Und die Jünger merkten, Gebet ist ein Fundament, auf dem man steht, wenn man geistlich etwas bewirken möchte in dieser Welt. Ohne Gebet geht es nicht. Also bitte, Herr, lehre uns beten. Wir wollen es lernen. Und dann sagte Jesus, wir lesen es in Lukas 11, die Verse 1 bis 4, da sagt er, und wenn ihr betet, dann sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Ja? Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jeden, der an uns schuldig geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Jesus beginnt, indem er sagt, wenn ihr betet, dann sprecht. Wisst ihr, wir meinen ganz oft, wir müssen das Gebet etwas verkomplizieren, ein bisschen spiritueller gestalten, uns an besonderen Plätzen aufhalten. Jesus macht es ganz simpel und sagt, wenn ihr beten wollt, dann sprecht. Ja? Und überlegt, wenn Gott ein liebevoller Vater ist, was ich glaube, was auch so ist, dann muss sich doch kein Kind vor ihm verbiegen, irgendwelche Wortgymnastik betreiben, damit man ihm das Anliegen schildern kann, was man auf dem Herzen hat. Keiner muss sich vor Gott verbiegen und irgendwelche großartigen Worte versuchen, da zu finden. Jesus kritisiert das sogar an einer Stelle, in Matthäus 6, in den Versen 7 bis 8, da sagt er Folgendes. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht wie plappern wie die Heiden, wie die ganzen Völker, die versuchen, da ihre Götter irgendwie zu beeindrucken durch viele Worte. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Wir brauchen uns nicht verbiegen. So, er beginnt eben und sagt dann, Vater, wir dürfen, weil wir zu Jesus gehören, seinen Vater auch unseren Vater nennen. Nochmal, wir dürfen, weil wir zu Jesus gehören, seinen Vater auch unseren Vater nennen. Wir wurden adoptiert von Gott, angenommen, weil wir zu Jesus gehören. So, und wenn ich dann lese Vater, dann muss ich erstmal verstehen, warte mal, Vater. Dieser Vater hat erstmal überhaupt null, gar nichts mit dem irdischen Vater zu tun, der mir irgendwie geholfen hat, auf diese Welt zu kommen. Gar nichts. Gott ist eine andere Qualität. Gott kommt aus einer anderen Dimension. Gott hat ein anderes Herz. Er ist ein Vater. Er ist der Übervater. So. Und wenn ich zu ihm beten darf, dann darf ich auch wissen, er ist der, der mich gewollt hat. Er ist der, der mich kennt, der mich versteht, der weiß, was ich durchmache und der mich auch liebt. Und der auch möchte, dass alles zum Guten mitwirkt in meinem Leben. Vater. Wenn ich beten darf, Vater, dann darf ich auch wissen, eigentlich ist es das Natürlichste der Welt, mich mit ihm zu unterhalten. Oder? Stell dir vor, du hast einen liebevollen Vater gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber das Natürlichste der Welt. Und es ist dann das Unnatürlichste der Welt, wenn wir nicht mit ihm sprechen. Oder? Logische Gleichung. So. Und wenn ich mich nicht mit ihm regelmäßig unterhalte, dann sollte das ein Zustand sein, der mich höchst unzufrieden macht. Dass ich sage, nein, das darf auf keinen Fall so weitergehen, denn ich möchte mit meinem Vater eine gute Beziehung haben. Ich möchte mit ihm reden. Denn überleg mal, wie schön ist es für ein Kind, wenn es weiß, ich kann regelmäßig zu meinem Vater kommen. Und mein Vater nimmt sich Zeit, der ist für mich da, der schmeißt den Grill an, was auch immer, diese Beziehung. Und wie schön ist es für Eltern oder auch für Großeltern, wenn sie wissen, die Kinder oder die Enkel, die kommen
weil es ihnen wichtig ist, einfach mit mir Zeit zu verbringen. Nicht nur, weil sie immer nur irgendwas von mir wollen. Es geht um mich. Das ist doch großartig, oder nicht? Dieses Gefühl zu haben, ja, wir wollen einander. Es ist Beziehung da. Und weil das das Natürlichste der Welt sein darf, frage ich uns jetzt mal ganz direkt, ganz ungefiltert, wie steht es denn eigentlich aktuell mit deiner Gesprächsführung mit Gott? Betest du regelmäßig? Suchst du seine Nähe? Oder ist es so, wie bei den meisten, die sagen würden, so, ja, es ist so holprig, ja, und es gibt Tage, da merke ich am Abend, oh, ich habe nicht einmal irgendwie mit meinem Vater mich ausgetauscht. Wir haben gar nicht geredet miteinander. Oder ist es so, dass du vielleicht sagst, warte mal, dieses Thema ist für mich irgendwie noch unbekannt. Ich würde oder ich sollte vielleicht anfangen, darüber richtig nachzudenken. Vielleicht heute zum ersten Mal eine Entscheidung treffen, dass ich regelmäßig mit ihm spreche. Und jetzt könnte der ein oder andere denken, ja, aber wenn es so ist, wenn ich neu damit anfangen sollte, keiner zwingt dich übrigens dazu, dann muss Gott mir endlich das geben, worum ich ihn schon so lange gebeten habe. Und das ist übrigens der Grund, warum ich aufgehört habe, weil er hat mein Gebet einfach nicht erhört. Ich habe verstanden, beim Beten geht es nicht darum, dass wir unbedingt immer etwas bekommen. Beim Beten geht es in erster Linie darum, dass wir Gott suchen und seine Nähe erleben. So wie es Psalm 27, Vers 8 sagt. Lest mal mit. Da schreibt David, der Psalmist, in meinem Herzen wiederhole ich deine Worte, Gott. Das war eine Aufforderung Gottes. Er wiederholt sie, sagt, kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Die Nähe Gottes zu erfahren im Gebet, wenn du sagst, habe ich noch nie erfahren, dann bete einfach mal länger. Danke für mehr Dinge. Nimm dir mal Zeit. Mach alles mal aus. Keine Ablenkung, nur du und Gott. Und vielleicht musst du mal in die Stille gehen. Du wirst danach aufgetankter wieder nach Hause gehen. Du wirst seine Nähe erleben. Und seine Nähe zu erleben ist mehr, als dass Gott unseren Wunschzettel abhakt und uns alles gibt, was wir wollen. Nein, denn wenn wir beten und wenn wir seine Nähe erleben, dann bekommen wir den Geber, nicht nur die Gabe. Wisst ihr, ich habe das Gefühl, dass manchmal Gott sagen würde, hey, ihr Lieben, ich bin keine Kuh, die ihr regelmäßig melken könnt, aber ihr kommt nur wegen der Milch. Wenn ihr mich streicheln würdet, wenn ihr meine Nähe suchen würdet, dann gebe ich euch Milch, Butter, Buttermilch, Käse, ich gebe euch alles, aber ihr zeigt mir, dass ihr mich wollt und nicht nur die Produkte, die ich geben kann. Ebenso findet jeder Vater und jede Mutter es irgendwann lästig, wenn die Kinder immer nur kommen und sagen, bitte, bitte, bitte. Ohne zu sagen, danke und eigentlich habe ich dich lieb. Und eigentlich bist du alles, was ich brauche. Und das, was ich dann bekomme, das ist alles noch super, aber ja. Wir verstehen ein wenig mehr. Dann bringt Jesus uns bei, in diesem Gebet zu beten, Vater, dein Name werde geheiligt. Und da dies ein persönliches Gebet ist, darf jeder für sich auch dazu beitragen, dass Gottes Name wirklich geheiligt wird. Wie macht man das? Indem man so lebt, dass Gott sagen kann, hey, ich bin stolz auf dich. Du lebst nach meiner Moralvorstellung. Du richtest nicht nach meinem Gebot aus, dass du mich lieben sollst von ganzem Herzen, ganzer Seele, all deiner Kraft und dass du auch noch versuchst, deinen Nächsten zu lieben. Das macht Gott Ehre. Und wenn wir ihn ehren, dann verbreiten wir übrigens den Wohlklang seines Namens in dieser Welt. Dann verbreiten wir einen Wohlgeruch seines Wesens. Ja, dann sorgen wir dafür, dass die Dimension der Ewigkeit ungefilterter auch in diese Welt dringt und die Menschen um uns herum merken, hey, da ist was anders an dem, der versucht, den Namen seines Gottes zu ehren, zu heiligen. Jeder von uns darf das tun. Ist nicht nur die Aufgabe der anderen. Dann sagt Jesus, betet auch, dein Reich komme.
Und wenn ich darüber nachdenke, dann verstehe ich Folgendes. Dein Reich komme, dann sage ich, ja, stimmt. Es muss noch gar nicht mehr so viel kommen, weil einiges von deinem Reich ist schon da. Ich sehe jetzt schon und ich erlebe jetzt schon die Auswirkung deines Reiches. Jesus sagt ja, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch, aber noch nicht ganz. Manches oder manche Auswirkungen des Reiches Gottes, die werden erst noch kommen. Und manche begegnen uns erst in der Ewigkeit. Das heißt, ich darf beten, wenn ich bete, dein Reich komme, Herr, gib mir Gelassenheit, gib mir Vertrauen auch, dass du der König bist über das Reich, was jetzt schon angebrochen ist, was noch kommen wird in der nächsten Zeit, aber auch erst was in Ewigkeit sein wird. Gib mir Gelassenheit, damit richtig umzugehen. Das andere ist, dein Reich komme, dass ich doch, wenn ich bete, diesen Wunsch mitschwingen lassen soll, Herr, lass doch dein Reich kommen, so wie es zu mir gekommen ist, lass es kommen zu meiner Familie, zu meinen Freunden, zu meinen Kollegen, zu meinen Nachbarn, zu meinen Mitmenschen. Lass dein Reich hereinbrechen in ihr Leben. Rette sie, indem du ihre Seele mit dir in Verbindung bringst, indem du ihre Sünden vergibst. Ja? Heile ihre Verletzungen, tröste sie, wo sie leiden. Ja? Mach ihre Beziehung wieder heil. Das sind ja so Auswirkungen des Reiches Gottes. Herr, das wünsche ich mir. Und jetzt könntest du denken, aber wozu soll ich dafür beten? Denn wenn Gott will, erreicht er die Menschen sowieso. Er braucht mich nicht dafür. Aber warte mal. Wenn du bewusst betest, Tag für Tag, dein Reich komme, dann soll dir und mir auch klar sein, hey, ich könnte im Weg stehen bei meinen Mitmenschen, auf das Gottes Reich nicht kommt. Weil sie sehen vielleicht mein Fehlverhalten, meine Haltung, wie ich durchs Leben gehe und sagen, also, wenn das Reich Gottes solche Auswirkungen hat, dann brauche ich das nicht. Das heißt, wir können auch im Weg stehen. Und wir standen bestimmt schon im Weg. Dein Reich komme. Wir dürfen nie aufhören, das zu beten. Deswegen bringt Jesus uns das bei. Dein Reich komme. Und wir dürfen nicht müde werden. Aber wisst ihr was? Wir werden müde darin zu beten, dein Reich komme. Warum? Weil wir, wenn wir unsere Gebete mal wirklich auseinandernehmen und richtig zuhören, wir beten sehr oft, Herr, mach, dass mein Reich kommt. Vergrößere mein Reich. Ja, verschönere es. Ja, mach es problemfreier. Mach es sorgenfreier, mach es unkomplizierter. Herr, mein Reich komme und wenn es geht, renovier noch dies und reparier noch das und mach noch jenes. Mein Reich komme. Und dann wundern wir uns, warum wir so wenig von der geistlichen Dimension in unserem Umfeld erleben, weil es nur um uns geht. Mein Reich komme. Sorry, ich will darüber sprechen, weil es einfach so ist. Und ich kenne das aus meinem Leben und ich erzähle euch eine Geschichte dazu. Es war Sommer 2018. Ich war mit Gott sehr ehrlich im Gespräch und ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich darf jetzt für 5 Tage nach Italien fliegen, mein Cousin heiratet. Aber ganz ehrlich, ich bin müde. Ich möchte keine Gespräche führen, keine Seelsorge, keine theologischen Debatten mit irgendwem. Ich möchte einfach nur ich sein. Essen, trinken, am Strand liegen, ich brauche richtig Ruhe. Aber ich habe dann auch gesagt, okay Gott, weil ich dich kenne und weil du mich auch kennst, wie ich so bin, meine Ohren gehören dir, mein Mund gehört dir, meine Hände, meine Füße, ich gehöre dir, mach mit mir, was du willst. Ich bin dein Diener. So, ich steige in Hannover ins Flugzeug, links sitzt eine Frau, die hat geschlafen von Anfang des Fluges bis zum Ende, also keinen guten Tag, guten Weg, guten Flug, nichts. Die war abgemeldet. Rechts saß eine italienische Frau und während wir so am Fliegen waren, dachte ich, oh herrlich, die Ruhe, keiner redet mit mir. Dann irgendwann sehe ich, wie die Frau so ihr Handy so Richtung Fenster hält und ich wollte aus dem Fenster gucken und dann sehe ich, dass auf ihrem Display so Schriftzeilen sind und ich dachte, ich kenne doch diese Schriftzeile, das ist doch die Bibel. Ich sage, warte mal, ich habe noch nie eine katholische Frau oder einen katholischen Mann in der Bibel lesen sehen, irgendwo in der Öffentlichkeit. Ich sage, cool, das ist ja komisch. Also ich habe mich gefreut im ersten Moment. Dann dachte ich,
Zeugen Jehovas ist auch nicht. Die lesen nicht ihre Bibel in der Öffentlichkeit. So, vielleicht ist es eine Schwester im Glauben. Und dann konnte ich meinen Mund nicht halten und sagte nur, sag mal, was liest du da eigentlich? Sagt sie, ja, die Bibel, ich glaube an Jesus und mein Leben und Jesus und dies und das. Und ich habe mich gefreut und dann haben wir irgendwann angefangen, intensiver zu sprechen. Und ich sage, übrigens, gehst du zu einer Gemeinde? Wo bist du? In welcher Gemeinde bist du? Sie sagt, ich bin schon über 10 Jahre gläubig. Und Pierre, wenn du das siehst, liebe Grüße. Ich bin schon über 10 Jahre gläubig, aber ich habe keine Gemeinde. Sag ich, wie, du hast keine Gemeinde? Ich sage, wir haben in Hannover eine Gemeinde. Sagt sie, nee, aber da kann ich nicht hin, ich habe kein Auto, ich wohne da und da. Ich so, ja, aber da in der Nähe ist doch diese Gemeinde, die gerade neu entstanden ist. Ich war neulich erst beim Konzert dort, vielleicht kannst du dorthin. Sagt sie, ja, okay, schreib mir das mal auf. Monate später schreibt sie mir, Sebastian, ich bin festes Mitglied dieser Gemeinde, ich habe mich taufen lassen, ich arbeite mit, ich habe endlich eine geistliche Heimat gefunden. Ich dachte, großartig. Herr, eigentlich wollte ich nicht reden, aber okay. Kaum war ich angekommen dort im Urlaub, die Hochzeit war schon voll im Gange und da waren so Leute eingeladen aus Rom, so aus der oberen Gesellschaftsschicht. Und dann kam die eine von denen auf mich zu und sagte, Sebastian, Mensch, wie geht's? Und ich sage, ja, gut. Und dachte, oh, bitte kein ernstes Gespräch. Komm doch morgen zu unserem privaten Strandabschnitt und lass uns doch morgen einfach mal in größerer Runde über den Glauben reden. Und mein Vater guckt mich an, ey Junge, ich dachte, du wolltest Urlaub machen. Kannst du nicht einfach mal die Leute allein beten lassen und ihr Ding machen? Mein Vater glaubt nicht. Ne? Und ich sage, Papa, wenn Gott ruft, dann will ich hin. Er fuhr mich sogar hin am nächsten Tag. Und normalerweise lagen die Strandliegen so ziemlich weit auseinander, weil jeder will ja seine Ruhe haben, wenn man so obere Gesellschaftsschicht ist. Interessanterweise waren die Liegen ganz nah beieinander gerückt. Die Ohren der Zuhörer, die auch nicht dazu gehören, die wurden immer größer, die kamen dazu. Und wir haben uns richtig herrlich über den Glauben unterhalten. Und ein paar Stunden später, ich stand an einem Strand, kommt eine Frau mit noch jemandem auf mich zu und sagt, übrigens, dass wir heute so intensiv über Jesus geredet haben, das war für mich das schönste Geburtstagsgeschenk meines Lebens. Ich sage, warum? Sie sagt, ich glaube an Jesus, aber ich hab noch keine Gemeinde so richtig. Ich kann mit niemandem so wirklich darüber sprechen und auch bin ich noch ziemlich jung. Aber das war für mich das größte Geschenk. Dann hatte ich einen Tag Pause und dann saß ich dann noch mit einem Ehepaar zusammen, wo ich nicht wusste, dass die Ehe am seidenen Faden hing. Und wir haben viel über die Liebe Gottes, über Heilung, über heilende Beziehungen und all das gesprochen. Und dann flog ich am 5. Tag nach Hause und dachte, du bist total aufgetankt. Es geht dir gut. Du durftest das machen, wofür dein Herz eigentlich schon immer geschlagen hat, nämlich Menschen mit Gott in Berührung bringen. Und ich habe gelernt, es ist besser, Gottes Reich zu bauen, als nur mein Reich bauen zu wollen. Am Ende habe ich mehr davon. Dann bringt Jesus uns in diesem Gebet auch bei und gib uns täglich das, was wir zum Leben brauchen. So, wir kennen das unter diesem alten unser tägliches Brot gib uns heute. Glauben, es geht nicht nur um Brot, es geht nicht um Kühlschrankfüllung, sondern es geht darum, dass wir Gott wirklich sagen dürfen, Herr, gib mir das, was ich in den verschiedenen Ebenen meines Lebens brauche. Und wir dürfen mit Dankbarkeit das beten, weil wir wissen, da ist jemand, der möchte uns geben. Aber wir dürfen das auch mit Demut beten. Warum? Was meine ich mit Demut? Die Demut, dass wir sagen, Herr, du kennst mein Leben besser, als ich mich kenne. Du weißt besser als ich, was ich brauche. Du weißt, was wichtig für mich wäre. Also akzeptiere ich das, was du meinst, mir zu geben, weil du weißt, was in meinem Leben zum Guten mitwirkt. Und wenn du zu dieser einen Sache sagst, ja, dann ja. Und wenn du sagst, nein, dann nein. Und wenn du sagst, warte, dann warte. Und wenn es weniger ist, dann ist es auch okay. Und wenn es mehr ist, dann ist es auch okay. Gib mir das, was ich täglich zum Leben brauche. Und glaub mir, Gott wird uns mindestens das geben, was wir brauchen. Auch wenn es sich nicht, vielleicht nicht immer so anfühlt, als ob es das ist, was wir brauchen. Und wenn es sich nicht als genug anfühlt. Aber es wird genug sein. Dann lehrt Jesus uns auch noch zu sagen, und vergib uns unsere Sünden. Wisst ihr, wenn wir vergessen, regelmäßig auch uns bewusst zu machen, dass wir sündigen, und wenn wir regelmäßig auch nicht sagen, vergib mir meine Sünde, dann passiert Folgendes.
wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen. Weil der Ast, auf dem wir sitzen, ist die Beziehung, die wir zu Gott haben. Und die gefährliche Säge ist Stolz und Hochmut und auch der Glaube, dass wir gar nicht mehr sündigen. Sünde zerstört unsere Beziehung mit Gott. Und deswegen sagt Jesus, bringt es immer wieder ins Reine. Sünde in eurem Leben ist nicht gut. Bekennt es. Und ich muss sagen, mich erdet es und es demütigt einen natürlich auch, wenn man vor Gott kommen muss und sagt, Herr, vergib mir, ich habe total versagt. Ich habe wieder mal an deinen Maßstäben vorbeigelebt. Ich habe nicht so gehandelt, wie ich es gern gewollt hätte. Und irgendwo habe ich deinen Namen nicht geehrt dadurch. Und ich habe sogar Menschen so behandelt, wie ich sie nicht hätte behandeln dürfen, auch nicht, wie sie es verdient haben. Vergib mir. Und dann gehe ich zu Gott. Und wenn mir das bei Menschen bewusst ist, will ich auch zu Menschen gehen und sagen, vergib mir. Es ist irgendwo beschämend, aber es hilft mir, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Und ein Vers aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, der ermutigt mich, immer wieder neu auch zu sagen, ja, ich suche die Vergebung. Denn er sagt, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er ist treu, er bleibt gerecht, er reinigt uns. Er ist da. Auch wenn ich zugeben muss, dass es nicht gut war. Dann sagt Jesus, betet auch und wir versuchen, denen zu vergeben. Oder wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Jetzt kommt ein großes Thema. Und ich weiß, man kann das Thema Vergebung nicht in einem Satz, in einer Predigt, auch nicht in 100 Predigten abhandeln. Aber ein kleiner Versuch. Wenn wir beten sollen, hilf mir, den anderen auch zu vergeben, dann ist es doch wenigstens dieser Versuch soll da sein, dass wir mit der gleichen Gnade, die wir erlebt haben, mit der gleichen Barmherzigkeit, die wir erfahren, wenn wir sündigen, dass wir versuchen, dem anderen auch diese Gnade anzubieten. Und dass wir unserem Herzen nicht erlauben, hart oder unbarmherzig zu werden. Weil wenn unser Herz hart wird, weil wir nicht vergeben wollen und uns nicht mal versuchen, wisst ihr, was passiert, wenn das Herz hart wird? Wenn die Weichmacher rausgehen, wie beim Plastik, dann fängt es an zu zerbröseln. Und wir suchen dann die Schuld bei allen anderen. Aber wir haben es zugelassen, dass unser Herz hart wird. Und das darf nicht sein. Wisst ihr, über das Thema Vergebung zu sprechen, in einem Kontext, wo man mit Menschen nicht so viel zu tun hat. Ja, zwei Leute haben sich verletzt, zwei Leute kommen nicht miteinander zurecht irgendwie, die nur miteinander arbeiten. Dann sagst du, ja komm, das kann ich wegsortieren, den sehe ich irgendwie nur alle paar Wochen. Das kapsel ich schön ein, weggeparkt. Aber was ist, wenn der Konflikt in der Ehe ist, in der Familie, in einer engen Freundschaft, innerhalb der Gemeinde? Wenn die Menschen genau vor deinen Füßen sind, immer und immer wieder, und Gott sogar sagt, ich habe diese Menschen in dein Leben gestellt, weil ihr zusammen im gleichen Boot sitzt, um mir zu dienen. Ihr sollt in die gleiche Richtung gehen. Dann ist das Problem groß. Dann ist das Problem richtig groß. Weil wir können nicht fliehen. Wisst ihr, gerade ist Olympiade. Ja? Wenn ihr die Ruderer seht, seht ihr vorne einen Ruderer, hinten einen Ruderer. Und wenn die nicht synchron rudern, wenn die nicht versuchen, irgendwie in die gleiche Richtung zu rudern, knackt das Boot weg. Das heißt, wenn einer der Parteien, der Streitparteien sagt, ich gehe in die eine Richtung, du in die andere Richtung, auch wenn du sagst, Gott ist auch dein Vater, dann leiden nicht nur die beiden, sondern dann leiden auch alle anderen, die im gleichen Ruderboot sitzen. Man geht nicht in die Richtung oder man fährt nicht in die Richtung, die Gott sich wünscht, sondern man geht in eine falsche Richtung. Und man macht dem Namen der Kirche auch, die ja Friedensstifter sein soll, man macht auch nicht nur Gottes, sondern auch den Namen der Kirche keine Ehre. Ich habe für mich so definiert, Vergebung ist der Versuch, die Schwächen des anderen zu umarmen. Es ist der Versuch. Es klappt nicht immer, seien wir mal ehrlich, wir sind Menschen. Aber es ist der Versuch, den anderen zu umarmen. Und wisst ihr, wenn ein Konflikt da war und man dann sagt, okay, ich bin bereit,
den ersten Schritt zu gehen. Ich bin bereit, wieder auf dich zuzukommen. Ich will dich lernen, neu zu umarmen. Diese erste Umarmung wird sich irgendwie kalt anfühlen. Aber wenn man dann den anderen so richtig im Arm hat, dann wird man merken, es wird doch irgendwann warm. Da ist Körperwärme da. Weil der Gleiche genauso Herz und Blut hat wie ich. Gleiche Rucksäcke, gleiche Sorgen, auf gleiche Probleme, ähnliche Schwierigkeiten. Nur eben heute ein bisschen ausgeprägter als ich. Und morgen bin ich der, der die Probleme hat und es bräuchte, dass der andere sagt, weißt du was, komm, ich nehme dich in den Arm. Ich habe ein Zitat gelesen, da schrieb derjenige, wer dem anderen immer die Sünden nachträgt, kann ihn nicht umarmen. Weil wenn du dem anderen immer die Sünden und sein Versagen nachträgst, dann hast du die Hände voll. Du bist beschäftigt, immer mit diesen Dingen, das schön festzuhalten. Aber wenn du das ablegst, dann bist du frei, den anderen zu umarmen. Und dafür sollten wir bekannt sein. Weil sonst reden wir über Vergebung, wir beten, Herr, lehre mich zu vergeben, vergib mir und so weiter. Aber wenn wir in diesem Punkt hart bleiben und es nicht zumindest versuchen, dann müssen wir fragen, hey, wer ist eigentlich unser Herr? Wem laufen wir eigentlich hinterher? Es ist doch der, der gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der ist uns mit Vergebung entgegengekommen, obwohl wir noch gar nicht verstanden haben, dass wir falsch liegen. Am Ende des Mustergebetes, welches Jesus uns beibringt, sagt er auch, die alte Übersetzung würde sagen, und führe uns nicht in Versuchung. Also ich finde diese Übersetzung schrecklich, wenn ich ehrlich bin, weil wenn ich Jakobus 1 lese, die Verse 13 bis 14, dann merken wir, das passt gar nicht so richtig. Führe uns nicht in Versuchung. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Die bessere Übersetzung wäre diese. Führe uns, Komma, führe uns, leite uns, nimm uns an die Hand, erleuchte uns mit deinem Licht den Weg, geh voran. Führe uns, damit wir in der Versuchung nicht fallen. Führe uns, damit wir in der Versuchung nicht fallen. Auch wenn ich mit Gott durchs Leben gehe, wird die Versuchung ständig um mich kreisen, ja, immer und immer wieder. Und dann die Bitte, Herr, hilf mir, dass ich da nicht reinfalle. Ich will nicht in dieses Loch, ich will nicht in diesen Strudel hineingezogen werden. Und ich glaube, wenn man an Gottes Hand lebt, wird es uns besser gelingen. Und deswegen, wenn wir das beten und führe uns nicht in Versuchung oder führe uns, damit wir nicht in Versuchung fallen, auch immer wieder dieses Bewusstsein, ja, damit ich nicht falle, muss ich aber auch bereit sein, an seiner Hand durchs Leben zu gehen, um mich führen zu lassen und nicht länger der Führer meines eigenen Lebens zu sein. Ich mag Psalm 17, Vers 5 und damit schließen wir gleich. Psalm 17, Vers 5. Senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, damit mein Gang nicht wankend sei. Denkst du, was heißt denn das? Ich stelle mir das so vor, dass Gott mir vorangeht. Dass er im Sand oder irgendwie im Schnee seine Fußspuren hinterlässt. Dass er mir zeigt, das ist der Weg, den man gehen soll. Und dass mein Gebet dann ist, Herr, senke meine Tritte ein in genau diese Fußstapfen, wo du langgegangen bist. Damit mein Gang weder nach rechts noch nach links wanken sei. Ich möchte nicht hin und her geschüttelt werden durchs Leben. Und deswegen gehe ich da lang, wo du mich lang führst. Senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, damit mein Gang nicht wankend sei. Am Anfang haben wir gehört, dass der Jünger sagte, Herr, lehre uns beten. Wir wollen lernen, wie es geht. Und ich glaube, dass Jesus eine sehr, sehr schöne Struktur gegeben hat, wie man beten kann. Und jetzt liegt es an uns, wie wir dieses Gebet immer wieder neu mit Leben füllen. Wir lesen es nochmal zusammen. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Gib uns jeden Tag das, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem,
der an uns schuldig geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Möge Gott uns beistehen, das wirklich zu leben. Amen.